Wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play FIFA 18 Ultimate Team Paxis. Haben das letzte Spiel verloren, war der bessere Spieler, aber ich war einfach nicht konzentriert genug, habe meine Chancen nicht genutzt, vor allem die 100%ige am Ende nicht zum 2-1 und dann schießt der Gegner halt nach zwei Toren der Verlängerung und naja, was soll's. Das heißt, wir werden jetzt die restlichen vier Spiele, die ich heute noch aufnehmen will, versuchen zu gewinnen. Wir fangen jetzt an. Fuck. Interessantes Hybrid, weil interessanter Torhüter. Normalerweise ist er immer neuer zu sehen. Auch wieder schneller Sturm, alle Hawk. Wird wahrscheinlich auch wieder aufs 4-1-2-1 zu wechseln. Oder auch nicht. So, jetzt konzentrieren. Das wird das Spiel hier verdient gewinnen. Nicht wie das letzte unverdient verlieren. Nice luck. Man hat natürlich Glück, dass da nicht reingeht, aber der Gegner hat auch Glück, den Ball wieder zu bekommen. Mann, wäre ein schönes Tor gewesen. Aber es muss natürlich ans Alu gehen. Krass. Was? Wann habe ich ein... Hä? Okay. Der Abschluss war nicht so geil. Oh, ich wollte nicht klären. Das Gefühl, ich spiele heute nicht so gut wie gestern. Scheiß Lacker. Oh, bitter. Egal, ist nur ein 1-0. Gehalten. So, ich versuche es mal Icardi ins Spiel zu bringen, der ist also Kopfballstreik. Nice. Doch mal einen richtigen Spieler. Meine Fresse.
Fall. Wie kann denn Icardi den verschießen? Was ist denn jetzt wieder los? Och, einfach nochmal auf Icardi passen, ich Trottel. Zweite Mal Alu, aber da machen wir wenigstens den Kopfball mit Icardi. Absolut verdient, absolut verdient. Sehr geil. Aber es wäre mir lieber gewesen, wenn Brozovic schon getroffen hätte. So, und jetzt drehen wir das Spiel und gewinnen hier, verdammt nochmal. Ach, schade. Alter, wir hatten schon so ein paar Großchancen. Wir hätten eigentlich schon 3 Tore machen müssen. Eigentlich geil von Icardi, natürlich wieder ein Pech.
gemacht von Benatia. Fuck. Oh, da darf doch nicht ankommen. Dumm. FIFA 13 Style. Ja, irgendwie kommt er jetzt besser durch und mir nicht mehr so gut. Das gefällt mir gar nicht. Aber ist klar, wenn solche Pässe nicht ankommen. Mann, ich habe in der ersten Hälfte deutlich besser gespielt. Fuck. Was soll ich machen? Was soll ich machen? Ich bin die ganze Zeit dran. Ich bin die ganze Zeit dran. Oh, scheiße, Mann. In so einem verfickten Einwurf. So, es ist nochmal so schön wie in der ersten Hälfte. Das sollte auch nicht hinpassen, dieser Idiot. Geiler Pass wieder mal. Richtig geiler Pass. Konnte man nicht anders spielen.
Also, 90 ist wichtig. Ich merke das, ich bin nicht so konzentriert, ich bin müder als gestern, deswegen spiele ich nicht so gut. Aber es bringt mir nichts, ich will nicht alle Spiele am Sonntag machen, von daher scheiß drauf. Genial gespielt, genial gespielt. Und dann schöner Abschluss von Icardi. So, und jetzt die Führung halten. Psychologisch wichtiger Zeitpunkt. Noch Verlängerung, kurz nach Anpfiff. Schöner Schuss. Och nee, und dann so ein Scheißtor, ey. Ach, mach deinen Spaß und tanz. Ach, meine Fresse, was für ein Kacktor. Also natürlich ein schönes Tor, aber es ist halt, dass es dann so fallen muss. Ich hab's probiert. Toller Pass, aber richtig schlecht. Hauen denn die jetzt die Pässe, vor allem Alessandrini noch volle Fitness? Nicht auf den, auch wollte mich verarschen, ey. Das soll auf Icardi passen. Ah, das läuft aber gerade gar nicht. Oh, danke, danke, danke. 100%ig überzeugt. Scheiße, ich bin so matsch im Kopf, ey. Bin viel zu langsam. Schön gemacht.
macht's auch nicht besser. Ich bin gerade beide richtig scheiße. Ich hätte noch straffer aufziehen müssen. Mist. Wahrscheinlich sogar fast komplett. Alter, was hauen denn die gerade für Pässe raus? Ich weiß nicht, was ich noch machen soll. War auch wieder ultra schlechter Pass. Kein Bock auf Elfmeterschießen, ey. Mit meinem Kopf werde ich das bestimmt verlieren. Das war das Elfmeterschießen. Fuck. Wir hatten bisher ein Elfmeterschießen in der Weekend League. Ich hab's verloren und ganz ehrlich, ich denke, ich werde das auch verlieren. Einfach weil mein Kopf total matschig ist. Aber egal, ist alles vorbei, wenn es vorbei ist. Wir haben es echt gewonnen, aber das war einfach nur Glück. Das war einfach nur Glück. Wir haben beide gut geschossen und niemand hat verschossen. Das war einfach nur der Glückliche hat gewonnen. Aber es ist gut, bei dem Elfmeterschießen, was ich verloren habe, hat ebenfalls der Glücklichere gewonnen. Und jetzt, ja, war ich halt mal der Glücklichere. Oh Gott, mein Kopf ist kaputt. Also die restlichen drei Spiele werden noch richtig eklig, denke ich. Drei Tore, das ist echt krass. Und trotzdem haben wir das Elfmeterschießen entschieden. Gerade nicht gut, aber ich mache jetzt auf jeden Fall noch das Spiel in der Aufnahme, dann schaue ich mal weiter. Wie viele haben wir denn noch? 12. Ja, also das eine mache ich jetzt auf jeden Fall noch. Was? Zwei Verletzte, was ist denn da los? Oh, zwei Spiele. Zwei Spiele, Arm und der auch, ne? Was ist denn da passiert? So. Was machen wir denn jetzt mal alle? Mal die selber Verträge alle.
Komm schon, konzentrieren, Ace. Konzentrier dich, Junge. Come on, come on, come on. Eine Legende, schneller Sturm. Ich glaube, ich fange trotzdem beim ersten Mal auf ausgeglichen an. Ich weiß nicht. Ich habe sonst das Gefühl, dass ich einfach nach vorne weniger hinbekomme. Ja, was soll ich dazu sagen? Nichts. Das ist kein Elfmeter. Ja, der Pass kam zu spät, hatte ich ihn eher eingegeben. Er sollte reingrätschen, Schmelzer, und nicht einen Ball nehmen und dann flanken, der Idiot. Ich musste ihn im Abseits anspielen. Oh, wieso bleibt denn der im Abseits, dieser Idiot? Du Scheiße.
Toller Pass, danke. Ach, ich habe gerade echt keinen Bock mehr. Ich glaube, ich mache nach dem Spielschluss, egal wie es ausgeht. Echt bitter, dass wir schon 1-0 hinten liegen. Bock mehr. Ich kann mich auch nicht mehr konzentrieren. Was rollt? Nee, doch nicht, gell? Krass, das war eigentlich rot gewesen. Elfmeter eigentlich. Oh Scheiße, der hat schon gelb. Ich werde das Spiel verlieren. Ich bin nicht in der Lage, noch 2 Tore zu schießen momentan. Okay, vielleicht bin ich doch noch in der Lage, 2 Tore zu schießen. Schauen wir mal. Okay, das war ein bisschen lucky. Vielleicht schießt man noch eins und gewinnen. Das ging schnell mit den 2 Toren. Luck.
Elfmeter. Ach du Scheiße, wenn jetzt das dritte schießt, wäre krass. Dann hätten wir das Spiel innerhalb von nicht mal 20 Minuten gedreht, also Ingame-Zeit. 15, nicht mal 15 Minuten. Nee, Quatsch, 15 wären. Doch, stimmt schon, 15. Nee, Quatsch, 15 wären. 60. 25, ach, ist auch egal. Reus ist der Beste oder was? Krass. Das steht 3-2, Alter. Ich hab so scheiße gespielt in der ersten Hälfte. Das ist, ja, die berühmte erste und zweite Hälfte, ne? Unterschied wie Tag und Nacht. Okay, dann will ich jetzt noch gewinnen, dieses Spiel. Logisch. Wir führen ja jetzt. Das hätte das vierte sein können. Ach, mit rechts. Und der war gar nicht mal so schlecht mit rechts. Nicht da hinten, Scheiße. Idiot, wir durchziehen sollen. Scheiße, das war dumm, das war dumm, das war dumm, das war dumm. Das war nicht mehr dumm. Das ist Pech. Wieder. Habe ich nicht Jamalenko ausgewechselt? Jetzt kommen die Wechsel, okay. Ach, 82. Was mache ich denn da? Da gehen wir mal auf Zeitspiel. Nicht gemerkt. Oh, ich Idiot. 4 gegen 3. Tunnelt und naja, was. Okay, das ist Glück. Okay, das ist Glück und Slapstick.
Und absolut unverdient, wenn wir jetzt hier gewinnen, aber ich nehme es trotzdem mit natürlich. Auf erstmal gewinnen. Mehr Slapstick. Ich hab aufpassen, er macht nichts mehr, er macht nichts mehr. Ohne Scheiß. Er hat gar nichts mehr gemacht. Gar nichts mehr. Och, und er kriegt noch eine Ecke. Schmelzer hat nichts mehr gemacht, gar nichts mehr. Er hat nicht mehr reagiert. Mal schön abfeiern lassen für dieses Tor. Sehr geil. Aber man muss es auch mal machen. Aber ich muss zugeben, die Tore habe ich bisher immer gemacht. Interessanterweise. Ach, wir haben jetzt echt unverdient gewonnen. Das ist krass. Und ja, ich mache jetzt auch keine weitere Aufnahme. Das ist, ich bin viel zu schlecht gerade. Bin froh, dass ich jetzt zwei Spiele gewonnen habe von den dreien, die ich gemacht habe. Das muss reichen. Dann mache ich die restlichen 11 Spiele am Sonntag halt. Mit hoffentlich fitterem Kopf. Tore. Werner, Alessandrini, Arangis, Reus, Vorlagen. Arangis, Schmelzer, zweimal Schmelzer, okay, aber da hat das eine mal die mega Scheiße gebaut und ist einfach stehen geblieben, der Idiot. So, jetzt muss ich mal kurz nachdenken. Da ich jetzt keine weitere Aufnahme mache, will ich mal kurz nochmal checken. Ah, das ist schon crazy, ne? Das Werner ist schon ziemlich gut, aber Icardi ist viel besser, obwohl er nicht so schnell ist. Ich glaube, selbst Mertens ist besser als Werner, aber gut. Ist halt auch einfach besser, wer der Spieler ist. Das muss ja auch irgendwie Sinn machen. Aber es ist natürlich trotzdem hervorragend mit 112 Toren. Mit 112 Scorerpunkten in 96 Spielen ist schon krass. So, Reus hat in 5 Spielen 2. Ganz ehrlich, ich glaube, Reus ist nicht besser als Ribéry. Ich glaube, Ribéry ist besser. Weil Ribéry das krassere Dribbling hat. Ja, Jarmolenko, wie sieht denn der aus? 6 Scorerpunkte in 22 Spielen ist, glaube ich, ganz gut. Das sind 0,27. Origi war noch ein bisschen besser, aber Jarmolenko fühlt sich besser an. Ist ein Once to Watch, ne? Das war ja das Krasse. Und ich würde ihm auf jeden Fall noch ein paar Spieletests geben, weil Origi müsste ich auch erst wieder kaufen und so habe ich eigentlich wenig Bock drauf. Ja, Molenko macht eigentlich einen ganz guten Eindruck. Noch irgendwas? Ah ja, ein Signe wollte ich nochmal gucken. Aber ich glaube, der hat jetzt auch sich ganz gut gemacht. Er macht immer noch mehr als 0,3 pro Spiel. 0,35 ist halt gut, ne? Also alles ab 0,3 ist halt wirklich gut. Für die jetzigen Verhältnisse. Philipp Andersen ist wirklich der Einzige, den man komplett rausnehmen muss. Das ist auch hier schaue ich nochmal. Da sind wir bei 34... 59, ne? 59 durch 116... Der hat immer noch 0,58. Das ist krass. Also, er macht immer noch in jedem zweiten Spiel einen Scorerpunkt. Das ist schon krass als 81er. Ich verstehe es einfach nicht, aber es ist auch nicht so wichtig. Ach ja, und die Spielerrollen muss ich nochmal machen. Ich habe ja neue Spieler. So, Kimmich, Kimmich, kurzer, langer, Elfmeter Reus, Kapitän. Ich glaube, ich nehme Radecki, oder? Gleich machen wir nochmal bei der Calcio. Ach ja, ich glaube, ich muss dir eine Heilungskarte geben. Sei denn, ich will dann nochmal mit der Bundesliga spielen. Will ich aber eigentlich nicht. Arm haben wir zweimal, das ist gut, die können wir also heilen.
Dann werden die wenigstens mal verbraucht, die Sachen. Ist aber schön, dass es nicht mehr nur Fuß ist, sondern auch mal andere. Signen, 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 lieber Anderson, Icardi, Icardi. Dann nehme ich eigentlich gerne weiter. Wobei, mittlerweile könnte es auch Sirigu machen, aber mir gefällt eigentlich Kedira als Kapitän ganz gut. Okay. Dann denke ich, obwohl ich echt scheiße gespielt habe und eins unverdient gewonnen habe, kann ich, glaube ich, mit den 10 Siegen ganz zufrieden sein. Und ich hoffe mal, dass ich noch 11 gute Partien hinlege. In diesem Sinne. Oh Gott. Bis zum nächsten Mal. Euer Paxis. Tschüss.